Hallo meine Lieben da draußen und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und herzlich willkommen an die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich heiße Maria und bin 39 Jahre alt, ja, bald 40, nicht ganz, habe noch ein paar Monate und meine Mama nennt mich Maschula, deswegen ist der Name von meinem Kanal so. Ich habe jetzt ein bisschen Tee und meine rote Schnupfnase habe ich jetzt weggeschminkt. Das funktioniert ganz gut. Und ich war mit Mischa unterwegs draußen und ja, da sind jetzt noch ein paar Druckstellen von meiner Mütze. So, seid bitte nicht so streng mit mir. Und weil das ist mein erster Haushaltshelfer-Video. Genau, und ich war, ja, jetzt fangen wir mal an. So, mein erstes stelle ich mal zur Seite. Mein erstes Helferlein habe ich jetzt vor kurzem, also ganz neu, es ist bei mir eingezogen. Habe noch nicht benutzt. Bin gespannt, ob das auch meine Erwartungen und ja, wie sich verhält. Das ist ein Staubwedel. Das heißt, ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, ein Zwiffer. Da musst du dann die ganze Zeit Zwiffer-Teile nachkaufen. Und dann habe ich nach Alternative gesucht. Weil, wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos anschaut, bin ich dabei, mein Haushalt so nachhaltiger zu gestalten. So war das richtig. Und ja, und dieses Staubwedel besteht aus Lammwolle und soll anscheinend sehr gut statisch aufladbar sein. Und man kann es auch waschen, wenn es dreckig wird, und wieder verwenden. Das heißt, man muss nichts mehr wegschmeißen. Das ist schon mal ein Vorteil. Der sieht schon so gut aus. Meine Hunde und meine Katzen stehen drauf. Da muss ich den immer auf verstecken. Also mein erster Tuch, das ist so ein Allzwecktuch. Alle meine Tücher habe ich von Provin und davon bin ich auch, ja, bin sehr zufrieden. Benutze schon seit 2 Jahren, deswegen selbst bezahlt und es ist keine Kooperation mit Provin. Allzwecktuch, dann habe ich im Bad so ein Poliertuch. Ich poliere die ganzen Armaturen ab und ja, die bleiben dann einfach alle streifenfrei. Für die Fenster habe ich 2 Tücher, auch von Provin. Das heißt, da putze ich nur mit Wasser meine Fenster und das reicht auch vollkommen aus. Das ist zum Nassmachen und dann halt sehr gut ausfringen. Spiegelflächen oder halt aber auch Fenster zuerst reinigen und mit dem Tuch wieder abtrocknen. Genau, das sind meine Fenstertücher. Mittlerweile habe ich 2 Sets davon. Zuerst hatte ich bloß 1. Aber wenn man halt geputzt hat und dann schmeißt man es in die Wäsche und am nächsten Tag möchte man zum Beispiel Spiegel sauber machen und die sind halt schon in der Wäsche. Also ich habe 2 Sets davon. Und für meine Küche habe ich auch vom Provin so Hochglanztuch. Es ist eine feine Mikrofaser und mir wurde versichert, dass meine Hochglanzküche nicht zerkratzt wird. Also bis jetzt ist alles gut. Also kann mich jetzt im Moment nicht beklagen. Dann, wenn ich dann mit der Hand wische, habe ich ein Wischer von Provin und da sind, ja, das ist halt so ein Aufsatz für den Boden und der Wischer, ups, rutscht alles weg und der Wischer ist da, den kann man auch Höhen verstellen, der ist jetzt auf ganz lang, weil ich bin eine sehr große Person, genau. Ich bin eine sehr große Person und deswegen ist es auf groß gestellt. Und da einfach dran kleben
und dann bleibt es auch drauf. Das sind die Klettverschlüsse. Genau, und den habe ich jetzt auch circa über 2 Jahre. Also Klettverschlüsse, die halten immer noch. Also mehr Tücher habe ich nicht. Ach nee, ein Staubtuch. Der ist auch von Provin und der ist eher so flauschig. Moment, ich hole noch schnell, weil den habe ich vergessen. So, genau. Das ist jetzt mein Staubtuch. Ist auch von Provin. Bin auch sehr zufrieden. Und mehr Putztücher habe ich eigentlich gar nicht. Das war es eigentlich. Die sind ständig im Einsatz. Und wichtig ist, man muss halt normal waschen in der Waschmaschine. Bis zu 60 Grad kann man die waschen, aber wichtig ist nicht in den Trockner und auch kein Weichspüler. Weichspüler benutze ich sowieso nicht. Deswegen sind die noch gut im Einsatz. Was bei mir noch im Haushalt nicht fehlen darf, ist natürlich Essigessenz. Tue damit alles entkalken. Ja, Küchenmaschine nicht, die ist noch unter Garantie, da braucht man extra Entkalker. Aber Wasserkocher oder aber auch im Bad, die nicht Armaturen, sondern die Gummis bei der Duschkabine, auch sehr gut zum Entkalken. Und Waschpulver oder Waschmittel mache ich mittlerweile selbst. Das ist nur einfach eine Milchglasflasche, wie ich meine Putzmittel selbst herstelle. Das Video verlinke ich auch. Genau, das ist mein Waschmittel und bei der weißen Wäsche tue ich auch Zitronensäure rein, ja, damit einfach auch die ganzen, weil Zitronensäure bleicht ein bisschen und für die weiße Wäsche ist es optimal. Und wenn ich mein zum Beispiel Staub wische mit einem feuchten Tuch, nehme ich einen Eimer Wasser und einen kleinen Schuss Allzweckreiniger. Aber wirklich minimal, vielleicht ein paar Tröpfchen. Und da habe ich einen Alleskönner von Provin. Der hält Ewigkeiten. Der ist bestimmt auch schon, ich glaube, das ist der erste, was ich eigentlich überhaupt bestellt habe. Und ich glaube, der ist genauso alt wie meine Tücher, weil ich wirklich, wirklich sehr sparsam damit umgehe. Mehr brauche ich nicht reintun ins Wasser, weil sonst fängt das an zu schlieren, zu schmieren, auf dem Boden zum Beispiel. Deswegen nur, ich weiß, man sollte den verdünnen in eine Sprühflasche und halt ein paar Sprühstöße ins Wasser tun, aber dafür bin ich echt zu faul. Ein paar Tropfen tue ich rein, optimal. So, das ist mein Badreiniger, auch selbst gemacht. Video habe ich auch da, wie ich es hergestellt habe. Bin auch sehr zufrieden. Aber beim letzten Video, wo ich meine Malersachen ausgewaschen habe, Malerwerkzeug, da war natürlich meine Badewanne extrem dreckig. Deswegen musste da Scheuermilch rein. Weil mit dem Badreiniger, aber normale Kalkflecken, normale Verschmutzung, keine Probleme, weil der besteht, glaube ich, aus Essig. Das Rezept habe ich jetzt nicht im Kopf. Habe ich auch schon 2-mal nachgefüllt, die Flasche. Bin auch sehr zufrieden. Und Küchenreiniger. Also von dem bin ich wirklich sehr begeistert. Habe auch schon, das ist auch schon die zweite Flasche, was ich mir hergestellt habe. Wo ich meine Küche geputzt habe, das Video kann ich auch verlinken, habe ich mit dem Küchenreiniger sauber gemacht. Und normalerweise oberhalb der Küchenschränke habe ich früher immer damit gekämpft, die Oberflächen gründlich sauber zu kriegen. Aber Küchenreiniger, selbstgemachter Küchenreiniger, da bin ich sehr zufrieden. Ich habe eingesprüht und die ganze Fettgedöns, das Pappige ist einfach weggegangen. Also ich bin super zufrieden, es wird nichts mehr nachgekauft. Werde ich einfach alles selber herstellen. Und was bei mir auch nicht fehlen darf, das sind die Schmutzradierer. Damit mache ich meine Wände sauber. Bei 4 Tieren und 4
Menschen, die hier in dem Haus wohnen, ist halt, ja, werden halt die Wände oder Schalter, Lichtschalter dreckig und einfach werden einfach nicht weiß. Oder ich habe weiße Türen, die auch dreckig werden. Auf jeden Fall Wände super toll sauber zu bekommen und Türen, Rahmen, also ist allrounder. Also das sind jetzt so kleine Sachen, was ich da habe zum Saubermachen. Und deswegen mache ich auch keine Holz, DM-Holz, weil es rentiert sich nicht. Damit kriege ich kein ganzes Video zustande, weil ich wirklich momentan sehr, sehr wenig brauche beim DM. So, und von den großen Geräten habe ich alles da. Auf der Seite, ja, welchen ich jetzt gar nicht missen möchte. Der läuft bei mir wirklich jeden Tag und das ist der Roboter, Staubsaugerroboter. Der erleichtert natürlich meinen Haushalt, meine Hausarbeit enorm. Also ich bin mit ihm sehr zufrieden. Ich habe natürlich andere Staubsaugerroboter nicht ausprobiert. Kann ich nicht sagen, ob der beste ist oder so, keine Ahnung. Aber ich bin zufrieden, er läuft bei mir im Obergeschoss wirklich jeden Tag. Unten sauge ich selbst, weil der ist mir dann einfach zu langsam unten. Da will ich einfach schnell haben. Und oben kann er saugen, solange er möchte. Stört mich nicht. So, den Roboter tue ich mal zur Seite. Also bei mir oben also im Obergeschoss habe ich immer mein Miele stehen. Wenn ich nicht zu faul dafür bin, dann trage ich auch mein Vorwerk rauf zum Saugen. Aber für den Zweck, dass ich auf die Schnelle, dass ich dann halt nicht runterlaufen muss und auf die Schnelle die Hundebetten durchsauge und bei Nicole im Zimmer den Teppich. Wenn es wirklich schnell gehen soll, dann nehme ich den her. Der ist, wie alt ist der schon? Ja. 5 Jahre bestimmt ist er alt. Dann hat mein Mann mit einem Vorwerkvertreter einen Termin ausgemacht und wäre schon schön, wenn ich den Wischsauger gehabt hätte, aber ich weiß, der ist nicht gerade günstig und deswegen habe ich nie ein Wort davon verloren. Aber da mein Mann hat sich einen Termin ausgemacht mit dem Vorwerkvertreter, er war da und schwuppsdiwupps haben wir jetzt hier, also habe ich einen Vorwerkstaubsauger. Also bin wirklich sehr zufrieden. Er hat eine Leistung, er hat auch diese Turbodüse, die auch mit dem Strom arbeitet. Und was für mich wichtig war, ist halt die ist so schwer, wenn ich es jetzt hochheben muss, Saugwischdüse. Das heißt, was mir gefallen hat, der Wassertank ist schon integriert. Da kommt Wasser und ein bisschen Reinigungsmittel rein. Der saugt und wischt und hinterlässt auch keine Schlieren. Wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich mehrere Tage nicht gewischt habe, dann wische ich lieber mit dem Provin Handwischer. Also ich wische dann mit der Hand am liebsten da, weil ich habe einfach das Gefühl, ich komme einfach in allen Ecken. Weil der ist schon sehr groß und da komme ich zum Beispiel zwischen Fernsehkästchen und Vitrine dazwischen nicht rein. Ist super für jeden Tag, aber zum gründlich Wischen nehme ich doch den Handwischer also wieder her. Aber den möchte ich trotzdem nicht missen und auch nicht hergeben.
das war's eigentlich. Viel habe ich nicht von den Haushaltshelfern. Das ist das, was ich jetzt benutze und womit ich wirklich hundertprozentig zufrieden bin. Mit dem Staub, also Staubwedel werde ich auf alle Fälle ausprobieren und austesten und werde auch berichten, wie der sich so anstellt. Und ansonsten waren so alle meine Haushaltshelfer. So, jetzt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde natürlich über jedes Däumchen nach oben freuen. Wie man hört, ich bin nicht ganz fit. Ich musste immer wieder das Video anhalten, weil ich habe immer wieder so einen Hustenanfall bekommen. Und auf jeden Fall über Däumchen nach oben würde ich mich freuen und über jeden neuen Abonnenten, der sich zu mir verirrt hat. Bitteschön, freue ich mich auch riesig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, wie der so sich verhält. Und mir gefällt nicht, was ich da erzähle. So, fangen wir nochmal an.